Hey Leute und willkommen zu einem neuen Tag in Japan. Nadine wuselt hinter mir gerade schon rum und wir sind tatsächlich nicht mehr in Osaka, sondern schon in Hiroshima. Wir haben bisher nur nicht die Zeit gefunden, irgendwie den Anfang zu drehen und dementsprechend fangen wir jetzt einfach hier an. Da hinten ist auch das Schild im Hintergrund. Ich stelle das einmal scharf, dann seht ihr auch am Hiroshima. Nadine fand das ganz toll, wenn das drauf ist. Ja. Ja, und was machen wir heute? Wir gucken uns Sachen an. Also wir gehen auf jeden Fall ins Pokémon Center. Nein. Ich denke nicht. Nein, wir gehen zu einem wunderschönen Tempel, der direkt im Wasser bzw. am Wasser liegt. Wow, dieser Fokus. Michi hat mir gerade schon erzählt, dass es auf einer Insel sogar ist. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wäre einfach nur quasi am Wasser. Ja, wir müssen nämlich gleich Bus bzw. Fähre dahin fahren. Manchmal auch Busse, die fahren dann unten lang im Wasser. Aber ansonsten fährt da eine Fähre. Ein Amphibienbus. Ich denke übrigens auch mal, dass es sehr, sehr voll sein wird da, weil das ist so ein typischer Touri-Spot. Und heute ist gutes Wetter. Leider nicht verhindern können. Ich weiß nicht, ob das unsere Bahn ist. Vielleicht sollten wir jetzt rennen. Whenever I'm with you, I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Heading to the sun, only you and me are. Being stuck here in this place. No, I wanna hold your hand in mine. Watch the sunset in your eyes. Baby, I want us to act like we are 22 right now. Just let go, lose control. Play songs on the radio too loud. Wir sind jetzt hier auf einen kleinen Berg gekraxelt und das ist einfach wunderschön. Das ist super schön. Und also erstens natürlich die Kirschblüte und zweitens natürlich die Aussicht hier auf den Tempel, auf das Tori, auf Hiroshima. Schnee im Sommer. Ist halt echt ziemlich schön. Hätte ich gar nicht gedacht, dass hier so viele Kirschbäume sind. Also ein paar hat man schon gesehen von der Fähre aus, aber es sind halt schon max viele. Mhm. Und die sind halt wirklich in voller Blüte. Es ist nicht so, dass da noch super viel Knospen sind. Es ist auch nicht so, dass irgendwie schon die Hälfte der Blüten abgefallen ist. Es ist einfach perfekt. So, nur mal für euch. Wir waren ja noch da, als da noch relativ viel Wasser gerade war, hinten bei dem Schrein. Allerdings ist hier auch Ebbe und Flut ziemlich aktiv und dementsprechend zieht sich das Wasser gerade zurück. Und hier an der Treppe war ich ja vorhin noch, da waren ja noch ziemliche Wellen. Und da ist jetzt kaum noch Wasser und wenn man jetzt noch länger warten würde, dann könnte man sogar bis zu dem Tor laufen, theoretisch, wenn man das möchte.
Machen wir jetzt nicht, weil das dauert natürlich noch einen Augenblick. Wobei ich glaube, das wird wahrscheinlich schneller gehen, als man denkt. Aber das ist auf jeden Fall auch möglich. Und dann kann man natürlich auch Pech haben, dass der Schrein da hinten dann komplett wasserlos ist. Wir hatten jetzt noch Glück zum Glück. Ganz schön aufdringlich. Ich habe leider nichts zu essen für dich. Hast du mich jetzt? Oh, hast du mich. So, nachdem wir jetzt von Miyajima quasi wieder weg sind, sind wir jetzt in die Stadt gefahren, wollen natürlich gleich zum Denkmal. Allerdings ist auf dem Weg leider noch so ein kleines Pokémon-Center, wo wir noch vorbeischauen werden. Ja, 10 Minuten Fußweg vom Friedenspark weg. Genau, und dann werden wir mal überlegen, ob wir vielleicht da sogar noch ins Museum gehen. Weil das natürlich interessant ist, also natürlich nicht positiv, aber sehr interessant trotzdem. Und richtige Gedenkstätte. Ja, jetzt warten wir hier gerade auf die Bahn. Das ist irgendwie so eine komische Linie, die es nur hier gibt scheinbar. Naja, da bezahlen wir auf jeden Fall wieder mit Passmo, also das ist nicht mit JR die Astram Line. Naja, mal gucken. Nach einem kurzen Pokémon-Center-Besuch gibt's wieder Curry. Geiles, geiles Curry. Übrigens, so sieht ein Potato-Salad aus. Also Kartoffelsalat. Mit Salat. Und das, die Cola, diese riesige Cola und dieser riesige O-Saft haben... 1,20 gekostet, echt noch. Also 1 Euro. Nice. Wir sind jetzt angekommen hier beim Hiroshima Peace Memorial, was ja quasi der Ort ist, wo die Atombombe in der Luft, ich glaube in 600 Metern Höhe, komplett explodiert ist und ganz Hiroshima quasi dem Ganzen zum Opfer gefallen ist. Über 100.000 Leute sind da verstorben bei. Und das Gebäude haben sie als Denkmal stehen lassen, ist auch Weltkulturerbe mittlerweile. Und das ist schon krass, wenn man da mal so ein bisschen überlegt, was hier tatsächlich passiert ist von nicht mal so langer Zeit, wenn man so will. Ne? Das Ganze ist hier direkt an einem Fluss. Ich meine, man kennt das ja vielleicht aus Geschichtsbüchern oder so. Jetzt fließt hier natürlich wieder ganz normal Wasser lang und überall stehen Gebäude. Da hinten ist jetzt auch ein Museum, wo wir wahrscheinlich gleich hingehen werden. Aber es ist trotzdem krass. Also, das so zu sehen, ich meine, man kennt das ja von Bildern, aber so mal davor zu stehen und zu überlegen, was hier eigentlich passiert ist, kann man gar nicht wirklich realisieren. So, wir waren gerade in der Halle der Erinnerungen, die die Stadt bzw. die Regierung quasi für die Opfer von Hiroshima errichtet hat. Willst du da kurz mal was zu sagen? Ja, keine Ahnung, ist ganz schön bedrückend. Also für mich hat das ein bisschen die Atmosphäre wie bei uns im KZ. Also wenn du dir das anguckst, wow, was ist das? Das ist die Map. Also im Endeffekt ist es so, dass da unten ein kreisrunder Raum ist. In der Mitte ist ein Brunnen, der die Uhrzeit anzeigt quasi. Also der ist so gebaut, dass er aussieht, als ob er halt die Uhrzeit anzeigt. Und draußen rum, also an den Wänden ist so ein Relief, was quasi die zerstörte Stadt zeigt. Und das besteht aus einzelnen Mosaiksteinen. 140.000 Stück insgesamt. Plus minus 10.000. Plus minus 10.000. Die wissen gar nicht genau, wie viele jetzt genau gestorben sind, weil sie einige Leute einfach gar nicht mehr identifizieren konnten. Und ne? Die ganzen Dokumente natürlich auch zerstört wurden in dem Brand einfach, den durch die Atombombe entstanden ist. Das ist schon krass. Also vor allem durch dieses Relief ist einfach
quasi ein Foto der Umgebung. Also es ist quasi, als würdest du im zerstörten Hiroshima stehen. Es ist wirklich 360 Grad einmal komplett Rundumblick. Wie sieht es aus? Alle Gebäude zerstört, alles einfach komplett weg. Das ist schon echt übel gewesen. Und im Raum danach konnte man dann auch sehen, wer die Opfer waren, auch mit Namen. Also von den Leuten, die sie es ja wussten. Man konnte auch nachschlagen tatsächlich. Also wenn man hierher kommt oder einen japanischen Namen hat, dann kann man auch nachgucken, ob sein eigener Name da eventuell dabei ist oder vielleicht Verwandte von einem von früher. Ja. Weiß man ja nicht, ne? Bei uns wird keiner drin stehen, aber gerade wenn man dann aus dem Bereich kommt, dann sind da auch Fotos tatsächlich. Da darf man auch nicht filmen, also das wäre auch nicht ordentlich. Das Monument an sich darf man natürlich filmen, das Denkmal. Und dann kommt man am Ende noch in einen Raum, wo halt Geschichten von Leuten erzählt werden, die jemand halt verloren haben. Genau. Also da war zum Beispiel jetzt gerade, als wir drin waren, die Geschichte von einem, der seinen kleineren Bruder verloren hat und er wusste nicht genau, was passiert ist. Ist dann in die Grundschule reingegangen, wo sein kleiner Bruder eigentlich hätte sein müssen. Genau, und die zerstörte. Also es war dann nach dem Abbruch. Und er hat dann halt nur noch die Metallbrotdose von dem kleinen Bruder gefunden, wo dann halt auch sein Name drauf stand. Und er wusste, okay, mein Bruder ist hier drinnen gestorben. Er wusste nicht genau, welche Knochen zu dem Bruder gehörten, hat dann irgendwelche mitgenommen, wo er dachte, okay, das sind sie vielleicht. Das halt auch an sich schon echt bitter ist. Und das war halt die Reisdose und da hat er oben den verkohlten Reis abgemacht und darunter war halt, ja, weißer, normaler, gedämpfter Reis, der halt frisch gefühlt noch gedampft hat. Und das hat er so als Zeichen gesehen quasi, dass ihm das was sagen will, dass da halt sein Bruder nur ist. Und das ist schon krass, wenn man sich das so anhört. Also, da kriegt man selber schon so ein bisschen Pipi in den Augen. Ja, ja. Wenn man sich da irgendwie so drauf einlässt und nicht versucht, einen auf emotional kalt zu machen, dann ist das schon echt. Ja. Nimmt einen das schon mit. Das ist auf jeden Fall das Denkmal, da kann man kostenlos rein einfach. Genau. Das ist kurz vor dem eigentlichen Museum. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ins Museum gehen, müssen wir mal gucken, weil das Hauptgebäude wird da nämlich gerade renoviert, von daher wissen wir nicht, ob und wir da rein können. Und irgendwie erdbebenmäßig gecheckt, ob das so passt. Ja, genau. Und, keine Ahnung. Ist ja, aber wenn ihr mal hier sein solltet, dann guckt ihr auf jeden Fall rein. Das ist halt nicht, weil es ein Erlebnis ist, sondern einfach, um sich mal in Erinnerung zu rufen, wie krass das eigentlich ist. Ein bisschen Anteilnahme. Im Museum selber sind dann auch Stücke quasi, die übrig geblieben sind, ausgestellt. Zum Beispiel sowas wie diese Brotdose oder irgendwelche verbrannten Uniformen, sowas halt an sich auch schon echt übel ist, aber sowas kann man sich da auch angucken. Ja, und wenn man die Bilder dann sieht, so, dass die eigentlich ihr ganzes Leben noch vor sich hatten. Ja, ich meine, da sind auch super viele Kinder gestorben, ne? Also daran denkt man im ersten Moment gar nicht, aber es sind einfach extrem viele Kinder gestorben. Ja, es gab ja auch noch ein Kinderdenkmal. Genau, es gibt ja auch ein Kinderdenkmal. Ich habe auch gefilmt, auch, genau, das kann ich jetzt gefilmt? Wahrscheinlich mal einblenden. Ja. Dann seht ihr das auch, da ist quasi. Das ist auch übel, da ist auch eine Glocke drin gewesen, die man läuten konnte. Das war schon echt bitter. Also vor allem, wenn man sich dann diese Inschriften dazu durchliest, das ist krass. Ja, sorry, dass das jetzt so ein bisschen Depri geworden ist, aber das ist halt eine wichtige Message. Noch ein schönes Denken. Das ist natürlich eine wichtige Message, die man verteilen sollte und wo man hofft, dass man sowas selber nie erleben muss, weil wenn man das erlebt, dann ist eh vorbei wahrscheinlich. Ja, das erlebst du halt für eine Sekunde und dann bist du weg. Ja, nicht mal. Ich glaube, du siehst du siehst die Explosion vielleicht noch und dann war's das. Vor allem, die haben ja auch gar nicht damit gerechnet, ne? Ich meine, da stand auch irgendwie, Temperaturen 3 bis 4000 Grad und innerhalb von einer Sekunde waren irgendwie 10 Kilometer weg. So. Ja. Und dann denkst du dir auch so, okay, krass, eine Sekunde. Tja, nee, das realisierst du nicht mal mehr. Nee, da bist du schon verdammt. Ja, tja. Naja, dann gucken wir mal weiter. Seit der letzten Aufnahme ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen, sag so ich mal. Minuten. So 10 Minuten, so ein paar Stunden. Es ist schon 23 Uhr. Wir sind um 6 aufgestanden, es ist 23 Uhr. Wir sind jetzt quasi fast zurück bei der Wohnung. Ja, nicht ganz, wir gehen jetzt gerade dahin. Wow. Nadine wollte noch irgendwas erzählen. Ich habe schon wieder vergessen. Ich wollte ein paar Sachen erzählen. Also erstmal, was wir danach noch gemacht haben. Wir haben versucht, zur Hiroshima Station zu kommen, also zum Hauptbahnhof, was gar nicht so einfach war,
Wir wussten nämlich gar nicht genau, wie wir fahren sollten. Wir dachten erst, okay, wir nehmen einfach denselben Weg zurück. Was aber irgendwie voll kompliziert gewesen wäre. Dann sind wir zu einem Infopoint gegangen. Die hat uns zu einem Bus verwiesen. Wir sind zum Bus gegangen. Der also nur zur Info, in Hiroshima ist es wohl so, dass man mit einem JR-Ticket, was wir haben, auch einen bestimmten Bus nehmen kann. Genau, kostenlos. Kostet halt nichts extra. Die Fähre war da übrigens heute auch drin. Genau. Ich weiß nicht, ob wir das mal erwähnt haben, aber dafür mussten wir auch nichts bezahlen. Dann saßen wir da halt die ganze Zeit rum und haben gewartet und es kam halt kein Bus. Und es ist wie SpongeBob in Rock Bottom. Wie, wenn ihr euch an die Szene erinnert, die Busse fahren die ganze Zeit an einem vorbei und wenn du dann die Straßenseite gewechselt hast oder wir haben dann überlegt, woanders hinzugehen, kam dann tatsächlich dann ein Bus. So irgendwie scheiße. Naja, und dann haben wir letztendlich gesagt, nehmen wir die Straßenbahn, kostet nur 180 Yen. Und sind dann hingegangen, wussten gar nicht, wie wir bezahlen sollen, aber es ist eigentlich kurz einfach. Eigentlich wie bei der normalen Bahn auch. Genau, du nimmst halt deine Passmo-Karte, die du hast, hältst die beim Reingehen, dann musst du halt hinten einsteigen, hältst du vor. Und wenn du aussteigst, musst du vorne aussteigen, was ich mega kompliziert finde, weil unser Bus war wieder super voll. Bus, Straßenbahn. Ach stimmt, unsere Straßenbahn. Die war halt so klein, es war ein Wagen, es war wie so ein Bus. Egal, dann mussten wir auf jeden Fall vorne raus und dann halt quasi da auschecken mit der Karte. Also ganz normal. Hat super einfach funktioniert, aber wir waren richtig lange unterwegs, weil dieses Ding irgendwie gefühlt alle 2 Meter gehalten hat. Es war ein bisschen dumm, aber gut. Naja, und dann muss man noch 2 Stunden auf unsere Bahn warten, auf den Shinkansen, weil die alle ausgebucht waren. Aber naja, war ein mega cooler Tag in Hiroshima. Haben dann noch was gegessen. Hat Spaß gemacht und war cool zu sehen alles. Ich meine, so ein paar Eindrücke habt ihr ja auch gesehen. Wir haben ja auch ein bisschen was dazu gesagt. Und jetzt hatten wir gerade noch ein Erlebnis mit unserem Japan Rail Pass. Und zwar hatten wir den Fall, dass das Office, bei dem man den mal vorzeigen muss, damit man durch die Kontrolle kommt, durch die Kartenkontrolle, dass das zu war. Und normalerweise muss halt ein Typ extra auf den Knopf drücken, damit diese Schranken, die dich beim Weitergeben hindern würden, wenn du kein Ticket hättest, der war halt nicht da. Da war niemand. Es war komplett dicht. Und logischerweise, als ich durchgehen wollte, ist das Ding einfach zugegangen, weil man kann einen Japan Rail Pass da nicht ranhalten. Das funktioniert nicht. Und dann kam aber netterweise, also ich habe mich dann mit anderen Personen quasi zusammen durchgesneakt, ich bin einfach direkt hinterhergelaufen, illegalerweise. Und dann kam aber ein Japaner an zu mir und hat gesagt, so, ja, ihr müsst hier auf den Knopf drücken. Und dann ist das quasi wie so eine SOS-Hilferuf-Bla gewesen, dass du mit einer Zentrale verbunden wirst. Und dann ist da halt auch eine Kamera und dann musst du halt da deinen Japan Rail Pass vorhalten, damit die da aufmachen, quasi ferngesteuert. Das ist schon crazy. Naja, aber jetzt wissen wir es und jetzt wisst ihr es auch, falls ihr mal in genau, die richtig. Lage kommen solltet, ist wohl ab 23 Uhr sind die Office zu. Nee, sogar ab 21 Uhr. Oder ab 1. Also da stand ein Zettel ab 21 Uhr. Okay, na gut. Aber vielleicht war es auch nur so ein Sonderding. Nur falls ihr in die Lage kommen solltet, jetzt wisst ihr, was ihr macht. Ja, weil Samstagabend vielleicht. Ja, aber ist ja auch nur gerade Samstag. Nachtleben. Ich weiß es nicht, ist auch egal, gibt's hier nicht. Nee, morgen geht's zurück nach Tokio. Das werden wir wieder eine Weile in der Bahn sitzen. Ich denke mal, das wird nicht so spannend für euch sein. Ja, mal gucken. Wir müssen mal überlegen, was wir sonst noch machen wollen. Baseball spielen. Sushi? Baseball. Sushi. Sushi-Baseball. Ich schlag Sushi weg. Voll gut, dass wir Sushi gehen. Voll gut, dass wir Baseball spielen. Ja gut, Leute. Wenn euch das Video heute gefallen hat aus Hiroshima, dann lasst gerne einen Daumen nach oben. Was man übrigens sagen muss, wenn ihr in Japan seid, rechnet viel Zeit für die Bahn ein. Ja. Also es ist zwar alles mit drin im... Oh, jetzt gehe ich kurz weg. Es ist zwar alles mit drin im Japan Rail Pass, allerdings werdet ihr viel Zeit in Bahn verbringen, wenn ihr viel umherfahrt, so wie wir diesmal. Nehmt euch eine Switch mit Skyrim. Meine oder ein Handy mit Sword Art Online Integral Factor. Gut, Leute, dann Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.